Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Falls ihr hier ein komisches Brummen hört, das liegt einfach daran, dass die Katze irgendwie direkt neben dem Mikrofon Platz genommen hat und der Meinung ist, sie müsste ganz laut ihre Zufriedenheit durch Schnurren bekunden. Aber besser die Zufriedenheit als das ganze Rumgequake wegen Bitterfittermich. Okay, genug von Real Life, ist ja ekelhaft. Wir haben diesen kleinen, blöden Mini-Peniskopf hier im Weg. Und eigentlich hätten wir sagen sollen, dass wir gehen. Ach, da habe ich mich von meinem Ego leiten lassen, um ihn nochmal eins reinzuwürgen. Aber Timothy bringt das überhaupt nichts. Ah, der Mann zittert. Was hat William ihn angetan? Wir hätten nicht kommen sollen. Mach, dass er geht. Ich will, dass er geht. Sofort. Ich muss hier Ordnung schaffen. Na komm, mach das mal. Wenn der Bischof das hier sieht, wird er sicher entrüstet sein. Naja, aber eigentlich solltest du das hier lassen. Also, unordentliche Teller, William sollte gehen. Welch eine Unordnung er angerichtet hat. Also eigentlich bin ich ja der Meinung, wir sollten das nicht aufräumen, weil wir nicht die Bitch von diesem Pappenheimer sind. Allerdings will ich auch nicht, dass... Also Timothy ist auch nicht die Bitch von diesem Pappenheimer. Von daher, wenn wir es jetzt nicht aufräumen, muss er es machen. Und ich denke nicht, dass es so lange liegen bleibt, bis der Bischof kommt. Ein fettiger Teller. William hat ihn anscheinend weggeworfen. Den Kelch nehmen wir einfach mal. Der Becher des Bischofs, William, hat Wein über den ganzen Tisch verschüttet. Also ein Spaten. Ich muss hier Ordnung schaffen. Ja, dann hol das doch mit. Messer. Das nehme ich gerne mit. Vielleicht brauchen wir das noch. William hat das Messer an den Tisch gerammt, wenn das der Bischof sehen würde. Kann ich nicht das Messer einfach hier... Bam, 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 bam. Ja, ich denke, das dürfen wir als gottesfürchtiger Mann bestimmt nicht tun. Was haben wir denn hier? Zeige William das Steinrelief. Sünder. Umgeben von Schlangen. Gequält vom Leibhaftigen. Das Problem ist, der wird deswegen auch nicht sich bessern. Ich muss hier Ordnung schaffen. Ja, der wird sich deswegen auch nicht bessern. Ganz im Gegenteil, Menschen neigen dazu... weiß ich nicht, also... Wie soll ich das formulieren? Wenn die ganze Welt ihn für ein Arschloch hält, dann hält er sich selber, oder dann wird er aus welchem unerfindlichen, so ganz rein psychologisch habe ich es noch nicht verstanden, aber er wird auf jeden Fall daran tun, der Welt zu beweisen, dass sie recht hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Menschen tun das komischerweise. Sie erfüllen die Erwartungen der Welt, weil sie denken, das wäre eine Trotzreaktion, dann auch wirklich die Erwartungen zu erfüllen. Das ist ganz komisch. Lasse William ins Feuer schauen. Nur ein Feuer. Warm. Nur ein Feuer. Ich weiß nicht, ob es besser ist, dass er ins Feuer schaut, nicht, dass der da noch... Ach komm, wir zeigen ihm mal das Steinrelief. Mal gucken, was passiert. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Kann ich denn den Teller... mit dem Tisch nochmal benutzen, weil ich wollte hier vorher ganz gerne aufräumen, bevor ich ihn... Besser, ja. Das sieht doch schon besser aus. Besser. Errungenschaft freigeschaltet, alles in Ordnung. Wir sollten gehen. Okay, das heißt, wir haben jetzt Ordnung geschaffen, weil ich hätte ganz gerne, dass das später steht, was wir so getan haben. Wir haben Ordnung geschaffen, damit Witch Timothy das nicht tun muss.
deswegen, wir lassen jetzt William ins Feuer schauen, damit er ein bisschen über die Hölle nachdenkt und eventuell tatsächlich erschreckt ihn das so sehr, dass er vielleicht ein ganz kleines bisschen Buße tut, um sich davor zu schützen, wer weiß. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Was heißt das? So steht's in der Bibel. Das jüngste Gericht. Der zweite Tod der Sünder. Bischof Walleran sagt, wenn ein Sünder in eine Flamme blickt, starrt der Teufel zurück. Aus dem feurigen Pfuhl. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Was ist? Ich... Wir reiten zurück nach Winchester. Sofort. Was ist geschehen? Vielleicht hat er die Zukunft gesehen. Wie kann ich euch danken? Fragt nach der Baustelle, fragt nicht und geht. Nee, doch, ich will das wissen. Sagt mir, was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Valoran baut ein Schloss und hat kein Baumaterial mehr übrig. Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Dieser Mann, William, hatte keine Ahnung, weshalb ihr beide hergekommen seid, nicht wahr? Ihr seid hergekommen, um den Herrn Bischof auszuspionieren. Ihr habt diesen Mann hergebracht. Ich? Geht. Sofort. Auf einmal nicht mehr so dankbar. Zurück in Winchester. Da seid ihr ja. Mein Sohn wirkte bei seiner Rückkehr sehr nachdenklich. Ihr Priester und euer Gerede, ihr macht ihn ganz irre. Er war aber in Hochstimmung, nachdem er damals mit eurem Bischof geredet hatte. Aber wir wissen ja, dass Walleran gut mit Worten umgehen kann. Nicht wahr, mein Gatte? Aber ja, sicher. Und wo wir schon beim Thema Walleran sind... Was habt ihr auf eurem Ausritt gesehen, Mönch? Nicht sicher. Einen Bauplatz. Ich weiß nicht, ob ich es ihr sagen will. Ich bin mir nicht sicher. Ihr müsst es gesehen haben. Seid ihr so blind? Bischof Walleran Bilgett baut eine Burg. Und er hat jeden Stein und jeden Baum auf seinem Land aufgebraucht. Er behauptet, er wolle Bartholomäus Land für eure Kathedrale. Aber was Walleran in Wahrheit will, ist eine Burg. So ist er immer gewesen. Ihr habt gemeint, wir seien selbstsüchtig. Aber was ist mit eurem Bischof, ha? Was wollt ihr von mir? Als Prior von Kingsbridge werdet ihr zustimmen, dass mein Mann die ganze Grafschaft Shiring erhält. Und warum sollte ich euch einen solchen Gefallen tun? Weil wir euch Steine und Holz für den Neubau eurer Kathedrale geben werden. Der König kann all seine Versprechen einlösen und Walleran kriegt nichts. So lautet unser Angebot. Was sagt ihr? Nein. Stimme dem Handel nicht zu und verhandle. Stimme dem Handel zu. Ich will gar nicht verhandeln. Ich will mit den Leuten einfach keine Sache. Ich will mit den Leuten einfach nichts zu tun haben. Warum werde ich das gefragt? Also ich stimme auf jeden Fall mal nicht zu. Nein, ich stimme nicht zu. Wieso nicht? Das war doch ein gutes Angebot. Ihr braucht mich. Euer Angebot reicht nicht aus. Ah, das wirkt jetzt wieder gierig, ne? Ihr braucht mich. Der König erwägt immer noch, die Grafschaft Walleran zu geben, um unsere Kathedrale wieder aufzubauen. Ihr braucht dieses Abkommen mit mir ebenso sehr wie ich. Das ist... Doch.
Ihr seid doch nicht so ein Narr, wie es scheint. Was sind eure Bedingungen, Vater? Teile die Grafschaft auf, mache keinen Handel und gehe. Oh, ist das so schwer, ist das so schwer. Hätte ich eine dritte Option, wäre es schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die finden kann. Ich würde ja ganz gerne dem Graf, der dort eingekerkert ist, helfen, aber ich habe Angst, wenn ich jetzt den Handel nicht mache, dass dann alles an den Bischof geht und, ich möchte diesen Menschen einfach nicht helfen. Ich möchte nicht. Es ist egal, dann lassen wir uns vom Schicksal leiten. Ich möchte keinen Handel machen. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Die sind so falsch und voller Gift und Galle und, ah, nein. Kein Handel, keine Absprache. So etwas mache ich nicht. Oh, ich fühle mich besser damit. Wie ihr wollt. Denkt dran, ich habe euch gewarnt. Ich weiß, ihr habt mit all dem angefangen, nicht Walloran. Ihr werdet sein wahres Gesicht schon sehen, wenn er nicht kriegt, was er will. Und haltet das, was ich tun werde, nicht für Mildtätigkeit. Nein. Oh, ich weiß es nicht. Also ich gönne es dem Walloran auch nicht gerade jetzt, dass er die Ländereien bekommt im Großen und Ganzen. Auch wenn ich ganz gerne möchte, dass Tom Bilder seine Kathedrale baut. Es ist aber doch nur ein Gebäude aus Stein und Holz. Ich möchte einfach nicht unterstützen, dass solche Menschen diese Ländereien bekommen. Um ehrlich zu sein, möchte ich die gerne alle stürzen. Ich möchte sie alles, weil es sind keine guten Menschen. Bis Bischof Henry sagte, dass eine Beichte von Bartholomäus uns helfen könnte. Schaut ja nicht sehr freundlich drein. Für ihn mag seine Einstellung hilfreich sein, für andere Leute weniger. Guten Tag. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Seht ihr beide lächeln? Nur für euch, Vater. Aha. Ich lächle nicht. Ich fletsche die Zähne. Ach ja, kann ich jetzt nicht rein, oder was? Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Oh, irgendwie möchte ich ihm helfen, alles wieder rückgängig zu machen. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht mal mehr Bartholomäus. Oh je. Bartholomäus, ich bin Bruder Philipp. Könnt ihr mir vergeben, was ich euch antat? Ich bin schuld an eurem Schicksal. Er weiß es ja gar nicht. Wir können erstmal eine Beichte abgeben, ja. Wir sind uns nie begegnet, aber ich bin schuld an eurem Schicksal. Niemand ist schuld an meinem Schicksal. Niemand außer mir. Warum habt ihr euch gegen den König aufgelehnt? Eure Verschwörung, war es wert, dafür zu sterben? Stimmt, er wollte ja den Krieg, nicht wahr? Wir haben ja nur den König gewarnt. Warum habt ihr euch gegen den König aufgelehnt? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Wenn ihr redet, bekommt ihr etwas zu essen. Ich soll euch zu einem Geständnis bringen. Ich wurde gebeten, euch zu einem Geständnis zu bringen. Das haben schon andere versucht. Warum sollte ich euch gestehen? Ich bin verantwortlich für eure Gefangennahme. Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Naja, es ist zumindest nicht gelogen. Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Euer Geständnis wird mir helfen, ihnen Arbeit und Schutz zu geben. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan.
Mönch, sag ihm, ich hätte gestanden. Was? Alles, meinen Verrat. Aber... Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sagt das auch Stefan. Ihr kennt die Bibel? Richard und all jener, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Bartholomäus hat gestanden, aber hat um Gnade für seine Kinder gebeten. Wir werden ihn so oder so töten, mit oder ohne Geständnis. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Dann gehen wir mal zur Feste zurück. Ich hoffe, es war richtig, keinen Deal mit denen zu machen, aber... Ich halte es nicht für... Ich finde es nicht gut, einen Deal mit solchen... Arschgeigen zu machen. Entschuldigt den Ausdruck, aber... Es ist doch einfach so. Es ist doch einfach so. Wieso sieht denn der eine Bischof so und der andere so aus? Das verstehe ich nicht so ganz. Philipp, was ist? Bartholomäus hat gestanden. Was Bartholomäus Beständnis betrifft, provoziere Valoran und erwähne die Burg. Verlasse die Burg und komme morgen wieder. Also ihn zu provozieren halte ich nicht für schlau, weil diese Information behalten wir besser für uns und gucken, ob wir sie auf den Tisch packen, wenn wir sie strategisch benötigen. Ihn das jetzt aufs Brot zu schmieren, ist nicht klug. Verlasse die Burg und komme morgen wieder. Was Bartholomäus Geständnis betrifft. Vielleicht könnt ihr ihm ja ein Geständnis entlocken. Ich glaube nicht, dass mein Prior in dieser Angelegenheit mehr erreichen kann als ihr. Wahrscheinlich ist ihm klar, dass er sterben wird. Egal, ob er redet oder nicht. Ja, das ist wohl so. Ich dachte, wir könnten jetzt hier angeben, dass wegen den Kindern und so. Dann. Bartholomäus hat alles gestanden, aber er bittet um Gnade für seine Kinder. Wunderbar. Ich werde meinem Bruder sagen, was wir heute erreicht haben, wenn er von der Jagd zurückkehrt. Schön, Philipp. Gut gemacht. Ob er das war's. Verlasse die Burg und ich werde nochmal mit den Kindern nachhaken, weil ich glaube nicht, dass der das so weitergibt. Was Bartholomäus Kinder betrifft. Mein Bruder pflegt andere nicht nach den Taten ihrer Väter zu beurteilen. Doch ich werde ihm Bartholomäus Bitte vortragen. Okay. Gut, wir provozieren nicht, wir verlassen die Burg und kommen dann wieder. Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Ja, natürlich werdet ihr das. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Und alle Güter, die an Ritter verpachtet sind, sowie alles an Ackerland, Weiden, Wäldern und Steinbrüchen. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Und doch, Bischof Valoran... soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Oh oh. Philipp von Gwyneth, mein Bruder. Herr, ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Was die Leute über mich erzählen. Bedrückt wegen der Kathedrale, wegen der schmutzigen Kutte, wegen Robert von... Mich bedrückt, dass ich keine saubere Kutte besitze. Habt keine Angst. Ein Mönch soll wie ein Mönch aussehen, nicht wie ein König. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley.
Er sagte mir, dass er euch unterstützen will, was das Baumaterial für eure neue Kathedrale betrifft. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Aber ich danke euch, Herr. Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Ich... Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Walloran, in dieser Sache helfen konnten, nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei, wo auch immer sie sein mögen. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Natürlich. Vater Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Ja, er ist bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Mein Mann und ich waren entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen können. Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Ich bin gar keinen Handel eingegangen und jetzt doch. Ach, Manu. Die Hamleys, du hast Bartholomäus in seiner Zelle aufgesucht. Du bist mit William ausgeritten und hast Valerans Geheimnis gelüftet. Valerans Diener ist dir gegenüber misstrauisch. Die Hamleys haben den König glauben lassen, dass ihr ein Paket hat. Ein Pakt hättet. Bischof Valeran glaubt, dass du ihn verraten hast. Ich wüsste gern, wie das gewesen ist, wenn wir den Pakt wirklich eingegangen wären. Ob das dann anders ausgegangen wäre. Ganz, ganz, ganz schwierig. Wir akzeptieren mal und gucken mal noch in das neue Kapitel rein. Kapitel 7. Ein paar Wochen später. Sind alle bereit? Ja, alle werden dort sein. Aber wie sollen wir hier beten und singen? Ich traue mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird das gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemanden. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Den Grundriss, den Aufriss, den Querschnitt. Ich glaube, der Querschnitt ist am beeindruckendsten. Seht zuerst hierher. Wenn ihr die Frontwand einreißen und euch vor die Kathedrale stellen würdet, würde es so aussehen. Interessant. Was ist das große Objekt direkt über dem Eingang? Seitenschiffe, Fundament. Wo ist denn der Eingang? Ist das hier der Eingang? Das ist der Eingang? Der Turm? Das Dach? Was meint er denn? Wo ist denn der Eingang? Ich bin überfordert. Das sieht alles nicht so richtig nach irgendwelchen Türen aus. Das wäre der Turm. Ich weiß. Aber wieso befindet er sich direkt über dem Langhaus? Sollte er nicht näher beim Querhaus sein? Lasst euch nicht täuschen. Natürlich steht der Turm weiter hinten. Man kann in einer Zeichnung nur keine Tiefe darstellen. Ah, interessant. Kann man Wie hoch soll er werden?
Doppelt so hoch wie der Rest, anderthalb mal so hoch wie das Langhaus. Wie hoch hättet ihr ihn gerne? Wie hoch hättet ihr ihn gerne? Oh, ich erwarte keinen weiteren Turmbau zu Babel. Nur etwas, das zugleich bescheiden wie eindrucksvoll ist. Aha. Erzählt mir mehr über das Langhaus. Das Langhaus wird 32 Fuß hoch werden und noch höher wirken. Und mit seiner Pracht den Blick gen Himmel ziehen. Wohlgesprochen. Eine Halle, die gotteswürdig ist. Ich fragte mich immer, wie so hohe Wände halten können. Ihr erkennt die Seitenschiffe? Natürlich. Das ist nicht die erste Kirche, die ich sehe. Wusstet ihr, dass ihr Hauptzweck darin besteht, das Mittelschiff zu stützen? Faszinierend. Ich muss sagen, ihr scheint euer Handwerk zu verstehen. Klar, tun wir das. Das Fundament muss ich nicht erwähnen. Okay, den Turm haben wir, das Langhaus haben wir, das Dach. Muss ja auch nicht. Nicht viele verstehen die Notwendigkeit der Seitenschiffe. Das glaube ich gerne. Okay, dann hätten wir das. Wollen wir an zum Turm gehören? Sagt mir Bescheid, wenn ihr euch für die Höhe des Turms entschieden habt. Nun, zuerst muss ich wissen, ob ihr überhaupt der Richtige für die Stelle seid, nicht wahr? Gott wird mit einem solchen Langhaus zufrieden sein. Das weiß nur Gott allein. Ja, schlau gesprochen. Die Mauern des Hauptschiffs werden von den Seitenschiffen und Strebepfeilern gehalten. Sehr interessant. Was ist mit den anderen Zeichnungen? Gut. Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Wo ist der Kap? Da. Der Chor wird 4 Joche haben. Mhm. Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus, aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Könntet ihr euch einen größeren Bau leisten? Sie wäre kleiner, aber dennoch eindrucksvoll. Sie wäre kleiner, aber nicht minder eindrucksvoll. Vermutlich habt ihr recht. Eine kleine Kirche würde unseren bescheidenen Mitteln sehr viel gerechter werden. Wenn die Dinge nur einfacher wären. Percy Hamley würde uns mit Holz und Steinen versorgen. Aber wer bezahlt die Arbeiter? Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird. Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorstellung davon habt, was das alles kosten würde. Mindestens 3000 Pfund pessimistisch, nicht mehr als 3000 Pfund optimistisch. Na, ein bisschen Optimismus ist hier vielleicht angebracht, um Ihnen Mut zu machen. Ich weiß genau, wie viel das kosten würde. Es wären nicht mehr als 3000 Pfund. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Fahrt fort. Zeigt mir den Rest eurer Zeichnung. Ja, dann hast du gar kein Geld. Was willst du denn dann also? Gut, der Aufriss. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Obergarten, Arkaden. Haben wir hier noch was anderes? Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade. Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen. Ich weiß ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß, das ist ein Traum mit der Kathedrale und so, aber das hier wird mir gerade ein bisschen zu lame. Über allem anderen befinden sich die Obergartenfenster. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Nein, bitte, kannst du ich endlich sagen. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Rede. Der findet das auch langweilig. Die Obergartenfenster machen 2/3 der oberen Hälfte aus. Es ist wichtig, dass die Wand richtig proportioniert ist,
damit sie hält und schön aussieht. Die Joche der Arkaden sind alle gleich breit. Sie ziehen sich durch das ganze Gebäude hindurch. Haben wir's jetzt. Wenn ihr nochmal auf die zweite Zeichnung sehen würdet. Oh, wir haben wir jetzt nicht alles gesagt hier. Brauchen wir nicht mehr Strebepfeiler. Keine Kathedrale könnte ohne Strebepfeiler und Seitenschiffe bestehen. Ja, das erwähntet ihr bereits. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon zu viel gelabert. Gibt's hier noch was? Ich habe euch noch nicht alles über den Grundriss erzählt. Oh, kann ich nicht einfach... Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Langhaus? Nein. Fahrt fort. Querhaus. Hier seht ihr das Querhaus. Ja, das war mir schon aufgefallen. Es ist bemerkenswert, wie viel ihr mit so wenigen Linien darstellen könnt. Ich danke euch, Vater. Wenn ihr keine weiteren Fragen zum Querhaus habt, würde ich weitermachen. Nur zu. Ja, wir haben doch jetzt alles gesehen. Langhaus, Chor. Ich weiß, dass der Chor sehr wichtig ist. Ich versichere euch, er wird prächtig werden. Ihr könnt offenbar Gedanken lesen. Sprecht weiter. Okay, wir haben jetzt wirklich nichts mehr. Können wir jetzt hier raus? Warte mal. Spieler, nee. Aufriss, Grundriss, Querschnitt, aber raus komme ich hier scheinbar nicht. Oh, ich will davon nicht mehr reden. Hört Lasst auf. Mich euch mehr über die Seiten. Oh, ich kann doch da, es gibt da nichts mehr. Das Oberfenster werfen Licht, ne, Drittel, ne, blablabla. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Auf irgendwas? Irgendwas will er noch erzählen. Zum Turm kann ich nichts mehr sagen, zum Fundament kann ich nichts sagen, zu den Seitenschiffen auch nicht. Zu den Pfeilern auch nicht. Was willst du denn jetzt noch? Du bist fertig. Du bist fertig. Ich hab hier nichts mehr. Ich weiß nicht mehr. Oh, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. 1, 2, 3 Spieleinstellungen öffnen. So. Jetzt ist hier Ruhe im Karton. Tut mir leid, Leute, ich weiß gerade nicht, wie ich hier rauskomme. Ehrlich nicht. Ich habe doch jetzt alles erzählt. Ich kann hier auch nirgendwo mehr was erzählen. Das ist irgendwie gerade ein bisschen frustrierend. Zeigt mir auch nichts anderes an. Oder ich bin gerade dumm, in meiner Ungeduld zu doof. Die Folge wird ja auch wieder zu lang. Ach, ihr könnt wahrscheinlich schon ausschalten. Ihr verpasst bestimmt nichts mehr. Aber ich will da nicht aufhören. Also hier so mittendrin aufhören, ist ja auch doof. Es hat 6 Joche, bla. Also es ist halt auch nichts Interessantes, was der da sich darüber denkt. Ich komme hier auch nicht irgendwie so raus aus diesem Ding. Oh. Aber ich kann aus dem Spiel raustappen und hoffe, dass die Aufnahme davon jetzt nicht geschrottet ist. Naja, Dach haben wir hier. Dazu können wir auch nichts mehr sagen. Langhaus, Seitenschiffe, Streberpfeiler, Fundament. Da kann ich auch nichts zu sagen. Sag mal, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ich kann hierzu nichts mehr irgendwas sagen. Soll hier aber fortfahren. Kartenmenü öffnen? Ach so. Das ist ja toll. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich beende jetzt hiermit die Folge. Vielleicht spackt das hier rum. Wir sind jetzt eh bei über einer halben Stunde und in der nächsten Folge würde ich sagen, gucken wir uns das weiter an, wie die Kathedrale gebaut wird oder vor allen Dingen, wie der Grundriss der Kathedrale ist und diese wunderschöne Zeichnung genau erklärt, wie viel Joch was irgendwas hat und total interessant. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nee, nächste Folge geht's hoffentlich dann wieder besser weiter. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und natürlich wie immer bis dahin eine super schöne Zeit. Macht's gut und tschüss!